Hallo, wie ihr seht, bin ich heute wieder ungeschminkt. Und zwar aus dem Grund, weil ich heute wieder ein Produkt mit euch zusammen austesten möchte. Das letzte Mal hatte ich die Tattoo Brows von Maybelline probiert. Das Video verlinke ich euch in der Infobox, dann könnt ihr euch selber ein Bild machen. Heute geht es um Antmatics Brow Wax Strips oder Stripes. Das sind Enthaarungsstreifen für die Augenbrauen. Und ich habe dieses Päckchen auch in meinem letzten Müller-Haul gezeigt. Das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und da habe ich mich nämlich über den Preis gewundert. Als ich das Päckchen aus dem Regal genommen habe, da stand das mit einem Preis ausgezeichnet von 9 Euro irgendwas. Und an der Kasse bzw. auf dem Kassenbon war das mit einem Cent ausgezeichnet. Und der Grund ist, ich habe hier einen Promotionspack erwischt. Genau, da sind zwei Streifen drin für 4 Anwendungen und 2 Zusatzstreifen. Wahrscheinlich für die Oberlippe und 2 Pflegetücher. Auf Amazon kostet nämlich ein Päckchen 11,90 Euro. Und da sind enthalten Inhalt 4 Streifen für 8 Anwendungen und 2 Zusatzstreifen für die Oberlippe. Ich bin gespannt, ob das funktioniert oder ob ich nachher keine Augenbrauen mehr habe. Wir schauen mal. Im Promotionspäckchen sind enthalten die Enthaarungsstreifen und dann 2 Öltücher, womit man dann die Wachsreste entfernen kann. Und eine Gebrauchsanweisung, die ich mir gerade eben durchgelesen habe. Und zwar kann man diese Streifen für die Augenbrauen anwenden, dann auch für die Oberlippe, dann hier zwischen den Augenbrauen und für die Ohren, falls jemand haarige Ohren hat, oder auch für die Zehen. Los geht's! Ich hole euch jetzt etwas näher ran. Also, nicht erschrecken. Vor der Anwendung sollte man unbedingt die entsprechende Stelle mit einem Gesichtswasser neutralisieren. Sollte man ein herkömmliches Puder als Hautschutz auf die zu enthaarende Stelle auftragen. Streifen, die befinden sich innerhalb dieser Folie, die kann man dann so ausklappen und dann entnimmt man einfach den oberen Streifen und an der Seite befinden sich auch Markierungen, wo man, oh je, das geht schon, wo man die Streifen ansetzt. Kann. Und man muss da schon ein bisschen behutsamer mit umgehen, weil sonst rollen sich die Streifen zusammen und es klebt alles ineinander. Hier vorne sind Markierungen, 2 Löcher, die sollen für den äußeren Augenbrauenrand sein, also so müssen sie dann auch angelegt werden. Zweimal kann man diesen einen Streifen anwenden, jeweils mit der anderen Seite. Okay, jetzt muss ich in den Spiegel schauen. Wie soll ich das machen? Das ist viel zu groß. Fürs andere Auge anwenden.
beim ersten Auge hat es sehr gut funktioniert mit der einen Seite, beim zweiten Auge nicht mehr so, weil das Wachs auch nicht so richtig geklebt hat. Da sind noch ein, zwei Härchen übrig geblieben, aber das kann ich ja mit der Pinzette einmal wegzupfen. Jetzt machen wir einfach mal den oberen Bereich und zwar mit diesen Wachsstreifen. Das Öltuch und entferne den restlichen Wachs, weil das Ganze doch ein bisschen klebrig ist. Mein Fazit, ich finde das Ergebnis sehr gut. Das war sehr schnell, man konnte schnell arbeiten, das tat auch nicht weh. Man muss halt nur aufpassen, dass man das nicht zu hoch anlegt, sodass da etwas mehr wegkommt als geplant. Aber so bin ich wirklich sehr zufrieden. Ja, alles weg, alles sauber. So, das war's von mir und ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Bis dann. Tschüss.